Hey, meine lieben Freunde und Kinderchens. Oh yeah, willkommen zurück zu Minecraft Super Mario Edition. Mein Name ist Schreckweg Luigi und heute wir machen gute Fahrt gegen guten Tag. Luigi, hallo. Ja. Ja, Kinas, willkommen zurück. Wir werden heute eine wunderbare Lorenfahrt machen, weil ich das so möchte und weil das besonders auch so verordnet werden darf. Und da ist ein Blockschalter. Was macht denn der? Wuhuhuhu! Dam, 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 da, 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 Luigi, schrei doch nicht so. Und wir sind wo? Gute Frage. Wir sind irgendwo anders angekommen. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Loren, so ist es. Ah, cool. Das war eine schöne Spritztour. Und ich höre wieder einen Enderman. Und ich weiß immer noch nicht, was den Enderman in diesem Texture Pack repräsentieren wird. Das weiß ich immer noch nicht. Boah, mal so nachgedacht. Vielleicht Kamek? Ne? Vielleicht. Kann ja sein. Wo sind wir denn jetzt? Guck mal da hinten. Da will ich aber noch gar nicht hin. Und da ist wieder Piazzale Delfino. Ich will noch nicht zu Peach Schloss. Mm-mm. Nein. Auch wenn ich sehe, Kinders, das ist unser letztes Ziel. Da gehen wir ganz zum Schluss rein. Auch wenn wir es jetzt schon gefunden haben. Nein, wir gehen erstmal noch in andere Gefilde. Guten Tag. Geht's hier rein? Sag mir nicht, es geht ins Schloss rein. Ist das ein Geheimgang ins Schloss? Wenn ja, dann bye. Oh, ich weiß jetzt schon, dass das nicht gut enden wird. Was? Wie cool! Der erste Kurs! Nein! Scheiße, wir sind schon im Peach Schloss gewesen. Fuck! Aber Kai, du hast gesagt, du spielst nur bis in Peach Schloss. Und dann ist das Let's Play zu Ende. Nein, wie gesagt. Das Schloss gucken wir uns in aller Fülle ganz zum Schluss an. Meine Fräsen, ey. Kinas. Ich will noch unbedingt in den Nether gehen. Ich will noch unbedingt andere Sachen erkunden. Als Drecksau. Ich glaube, diese Höhle ist jetzt nicht so vorgesehen gewesen von dem Entwicklerteam. So, wir gehen wie gesagt wieder ins Schneegebiet rein, weil ich mir halt sehr sicher bin, dass da noch andere knackige Sachen sein werden. Ja. So, das Schloss irgendwann später. Da ist irgendwie Gumba, da ist ein grüner Ausrufezeichenblock und da ist ein roter Ausrufezeichenblock. Wir müssen aber wieder in die Mutant-Tyrannia-Richtung, weil von da sind wir auch ursprünglich gekommen. Ja. Aber gut ist schon mal, dass wir gespeichert haben, weil, also im Bett schlafen speichert man ja quasi, ihr wisst Bescheid. Und, also man speichert quasi seinen Aufenthaltsort. Was ziemlich knackig ist. So, da ist Mutant Tyrannia, da ist eine Wolke, die sehe ich jetzt erst, weil die 2D ist. Wir laufen da direkt durch, wir haben hier schon mehr als genug gesehen, und deswegen, naja. Oh, wir können uns Schneebälle mal mitnehmen. Die können uns vielleicht auch mal was bringen, so bei Gegnern, dass wir die irgendwie runterschmettern oder so. Komm, warum nicht? Packen wir uns direkt mal als Waffe ein. Ach stimmt, wir sollten unbedingt wieder mal hier das Helmgedöns anziehen, ne? Definitiv ja. So, Schneeball. Nur eine von meinen wenigen Waffen. Oh. Warte mal, ist hier wieder ein Pilzhaus? Ja, hier ist wieder ein Pilzhaus. Gebratenes Hammelfleisch und Karotten. Oh mein Gott, ja. Geil, es gibt doch was in Truhen. Das wusste ich jetzt nicht. Das hätte ich niemals gedenkt. Ist aber verdammt selten sowas. Da unten ist wahrscheinlich wieder... Da ist ein Huhn. Was geht's? Was willst? Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Schaden in Kauf. Und warum darf ich das nicht aufheben? Oh, komm. Eisentür raus. Brauche ich nicht. Der restliche Stack Pfeile brauche ich auch nicht. Bye. Nahrung ist wichtiger. So, zack. Und keinen Schaden gefressen. So muss das sein. Sehr effizient. Aber gebratenes Hammelfleisch, Alter. Das sieht so lecker aus. So, dann können wir die Melone aber auch mal wegfräsen. Brauchen wir auch nicht mehr. Dafür kommt das Brot nach unten und wir haben bestimmt noch hier irgendwo ein bisschen was an Futter. Wir haben noch Karotten. Also vom Futter her können wir uns nicht beklagen. So. Ich
glaube, bei Todd waren wir aber auch schon, ne? Das ist auch nichts Spezielles mehr. Bin ich mir sehr sicher. Deswegen gehen wir jetzt mal in diese Richtung, weil da sollte eigentlich was sein. Und da waren wir, stimmt, da waren wir zwar auch schon mal, ja, gebe ich zu, aber wir sind noch nie ganz durchgerannt. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht drin. Was ist denn da? Ach, scheiß auf dich. Was haben wir denn da hinten? Ein fliegendes Pilzhaus. Da will ich aber auch unbedingt mal hin. Es gibt einfach viel zu viel, Kinders. Es ist halt echt so. Es gibt viel zu viele Sachen. Und das ist wieder ein Schloss. Ich glaube sogar, da müssen wir hin. Das ist so eins meiner nächsten Ziele. Und ich weiß halt nicht, wie wir jetzt am besten in den Nether kommen. Wie machen wir das denn am besten? Das ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt. Hui! Sind wir hier? Was ist da unten? Was ist das denn? Sieht nach einer Wüste aus. Die Wüste der Pockys. Wir gehen trotzdem jetzt gerade in die falsche Richtung. Das ist wirklich der falsche Weg. Ich will hier gar nicht hin. Dann würden wir wieder zu dieser ganzen alten Gedönshaftigkeit hinkommen. Das will ich ja nicht, ne? Gut. Nee, ich möchte wirklich jetzt mal in die Wüste gehen und dann wirklich in Richtung geradeaus, Richtung Lakitu. Das ist das Interessantere da dran, ne? Gott. Autsch. So, Undercover, Jumping. Mirror's Edge Style runterge... Autscht! Lala. Warte mal, wofür ist denn diese Röhre da? Natürlich ist das Lehm, ne? Man stellt ja natürlich keine Smaragdblöcke oder so auf. Das wäre ja zu teuer, ne? Hm. Und da sind wir in der Wüste. Das sind übrigens... Ich glaube, das sind... Guckt einen immer so komisch an. Das sind, glaube ich, Kakteen. Ja. So, guck ich mal die Flammen da hinten an. Oh, ein weiteres Village-Dorf oder was? Ja! Ding, 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 ding! Ja, schön. Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier ein Village-Dorf ist. Ich dachte, jetzt kommt hier vielleicht irgendwie was weiß ich. Irgendwie. Ey, wir sind full equipped. Wir sind full equipped, Kinders. Schön. Oh, ein Eisenschwert. Wunderbar. Jetzt sind wir full equipped. Jetzt kann uns nichts mehr passieren, Alter. Also wir sind so full equipped, wie es eben geht, ne? In einem Casual-Lauf. Na, ihr? Es ist euch schon heiß, ne? Dachte ich mir fast. Hier ist eine Bibliothek. Crafting Table brauche ich aber auch nicht. Es gibt ja einfach so viel zu erkunden, Mann. Das ist nicht normal. Aber extrem cool, Alter. So ein kleines, knackiges Village-Dorf in der Wüste. Sah mir wirklich, wie gesagt, echt nicht danach aus. Aber was ist das denn für ein Gebäude? Das sieht auch komisch aus. Gehen wir auch gleich auch mal rein. Oder wir versuchen da reinzugehen. Was ist das denn? Ach, das sind da quasi diese Steine aus New Super Mario Bros. U, ne? Geil. Die haben ihren Zweck erfüllt. Ich habe sie erkannt. Auf der Straße. So, mal undercover in das Haus gehen. Autsch. Au, 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 au. Das war auch nichts. Und da waren wir sowieso schon drin. Also bye. Das ist wirklich so, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Das ist... Es gibt zu viel. Ah, da ist die Sonne. Das ist die Sonne aus... Aus, ich glaube, Super Mario Bros. 3. Die böse Sonne, die einen verfolgt. Was sie jetzt gerade nicht tut, weil sie natürlich, gegen mich. Aber, Kinders, neue Festung. Eine Wüstenfestung. Die Wüstenburg aus Twilight Princess. Oh, das kann krass werden. Okay, lasst uns probieren. Oh Gott. Ja. So, jetzt den hier. Darüber! Das kriege ich nicht hin.
Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich muss cheaten. Ah, das kriege ich nicht hin. Vielleicht geht das auch gar nicht, weil ich halt viel zu weit weg bin. Oder kann ich schon von da aus da hochspringen? Ich bin halt leider kein Minecraft Jump League Meister oder wie das Ganze heißt. Ich bin mit diesem ganzen Genre gar nicht vertraut. Nee, komm, jetzt mache ich mal hier die... Ein bisschen cheaten. Komm. Tut mir leid. Aber ich bin eben, was ich bin. Und ich bin nun mal ein Arschloch. So weh es mir auch tot. Tot. Was ist hier? Ist das das Ende der Fahnenstange oder was? Nein, es geht noch weiter. Fuck. War es das Ganze schon? Es muss doch hier irgendwie so zur Belohnung eine Kiste geben. Das andere, alles andere wäre unmenschlich, ja. Ich höre auch Lava blubbern, also hier muss doch irgendwas krasseres sein. Irgendwie da oben oder so. Auf dem Dach. Bauen wir uns hier hoch und dann haben wir so eine schöne, schnieke, knackige Abkürzung. So, nochmal geschaut. Was ist denn hier so? Booster HD! Diamanthelm, ja! Genau das meine ich doch. So, dann packen wir das Steinschwert mal raus. Das finde ich aber auch cool, dass die Leute, die sich hier quasi durchsuchen, dass die auch belohnt werden dafür. Wisst ihr, wie ich meine? Ein wunderbarer Dia-Helm. Yes, man! Ey, ich bin gut. Das scheint aber auch echt gewesen zu sein hier, ne? Mehr gibt's halt echt nicht. Aber da geht's auch noch lang. Ganz ehrlich gesagt würde ich das Angebot auch gerne annehmen. Ich falle aber gleich sowieso in den... Wie soll ich jetzt runtergehen, ohne Schaden zu kassieren? Den regulären Weg gehen. Ja, das könnte ich machen, aber darauf habe ich keinen Bock, weil das wäre zu lang dauernd. Also bye. Na, also hier kriegt ihr auf jeden Fall eine wunderbare Dia-Rüstung. Fick dich. Kriegt auf jeden Fall eine wunderbare Dia-Helm-Rüstung her. Falls ihr fragt, wo ihr bekommt, da. Das ist wahrscheinlich eine Kanone oder so ähnlich. Da könnte man auch lang gehen. Ja, das wäre vielleicht auch mal eine Idee, in die Röhre zu gehen, um zu gucken, was da drin ist. Gibt es da überhaupt irgendwas? Muss ja eigentlich, ne? Weil wenn man da hinspringt... Er ist nicht gerannt. Ich will jetzt nicht mein ganzes Essen verschwenden, Mann. Wenn ich nicht die ganze Zeit Schaden bekommen würde, würde ich auch hier nicht ständig was fressen würden. Ach, bitte. Ach, Junge. Dann denkt man, dass er da nicht rennen muss. Dann fällt er runter. Da ist nichts. Gehen wir davon aus, dass da auch nichts drin ist. Zack und zack und wir sind safe. Gut, da geht's zu Wuhu. Vielleicht ist da ja Luigi's Mansion. Was haben wir? Luigi's Mansion. Natürlich, so. Ich habe nämlich auch schon gehört, dass es hier Luigi's Mansion geben soll. Und, naja, Kinas, jetzt wissen wir auch, wo sie ist, ne? Krasser Scheiß. Oh ja, die werden wir auf jeden Fall erkunden, Kinas. Das ist doch klar, oh? Natürlich sind hier tausende Gegner. Aber gut, dass ich ein schönes Eisenschwert habe. Geh in die Luft! Wie ist das denn jetzt passiert, Mann? Fuck, ich darf nicht... Nein, jetzt nicht verrecken jetzt. Das ist doch nicht dein Ernst! Scheiß drauf! Wo kommen die ganzen Creeper her? Ich hasse es, ne? Es ist so klar. Das passiert immer! Wenn ich denke, ich bin safe, kommt aus irgendeiner Ecke der tausendste Creeper und droppt mich tot. Ich drehe mich so kurz um und BAM! Ich hasse das. Was habe ich noch so zu essen? Ich habe Karotten. Das sind noch einigermaßen solche Sachen, die ich nutzen könnte.
Oh mein Gott, aber Luigi's Mansion. Das ist auch so, das ist eins der wenigen Ziele, das ich noch gehabt habe. Und wenn wir Luigi's Mansion fertig haben, gehe ich wieder zurück in diese Richtung, weil ich glaube, da geht es wieder zurück in Richtung Spawn, also Marios Hütte. Und ja, Kinas. Dann sind wir auch echt soweit durch und können in den Nether von Bowser gehen und gucken uns da mal so ein bisschen um. Wie viele Knochen habe ich? Ich würde halt gern echt den Hund rekrutieren. Du willst hier hoch? Ein Scheiß werdet ihr tun! Seht ihr? Seht ihr? Auf einmal kam der Creeper her. Ich hasse es. Es ist so klar. Wie viele Knochen habe ich denn? 4 Stück. Das wird niemals reichen. Ich kenne mein Glück. So wie ich mein Glück kenne, naja. Ihr wisst. Feder. Ha! Die Pegasusflügel oder was? Was soll ich hier noch drauflegen? Ja, das kommt auf jeden Fall drauf. So. Das Ding ist halt auch, ich kann halt echt mit den Schneebällen euch abwerfen, die geilen Säcke. Ich kann die zwar nicht schaden, aber ich kann die wegknüppeln. Bringt jetzt zwar nicht so viel, aber ihr wisst. Nein! Natürlich kommt er jetzt hoch. Ah, bin eingekesselt. Ich will eigentlich nicht angreifen, Mann. Es geht auch mit Frieden. Ich höre ein Skelett. Aber erstmal. Erstmal kommt es zum finalen Battle gegen dich. Also bye. So. Ja, endlich. Wunderschön. Komm ran. Los, Schnuffi. Komm ran. Hier hast du Fleisch. So. Das Gute ist, jetzt haben wir endlich einen weiteren Begleiter. Der gerade auch ein Monster angreift, ohne dass ich ihn dazu aufgefordert habe. Sehr schön. Was ist denn das hier für ein bunter Wald? Oh, jetzt wird es ja richtig farbenfroh, Alter. Oh! Los, töte das Knochentrocken! Los! Los! Nein! Was haben wir davon, wenn diese verdammten Hunde im Weg stehen? Ja komm, dann kriegst du noch ein rohes Schweinefleisch von mir zur Heilung. Du bist doch so ein Arsch, ey. Kann ich dir mein ganzes Fleisch abgeben? Weil du so dumm bist und dich irgendwo reinstellst. Meine Fräsen. Okay, Kinders, wir sind eigentlich da. Wir sind kurz davor, in Luigi's Mansion einzutreten, aber ich möchte, wenn es nicht der reguläre Weg ist, will ich den regulären Weg gehen. Ich glaube, es ist der reguläre Weg. Und zum Glück wird es auch gleich Tag. Boah, da haben wir wieder diese Welle überstanden. Das ist wirklich hart. Das ist echt hart. Ui. Ja, Schnuffel kann sich auch porten. Er hat's drauf. Merkt man vielleicht. Ich will aber auch gerne wissen, was da oben in Boohoo drin ist. Es kann sehr gut sein, dass in Boohoos Magen auch eine Schallplatte drin ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber okay. Jetzt gehen wir erstmal wieder in Ruhe zur Villa. Wir waren ja gerade eben schon mal da. Ich dachte, vielleicht gibt es auch einen anderen regulären Weg. So einen ausgemusterten, was heißt ausgemustert? Präferierten, sage ich jetzt mal. Aber nein, den scheint es nicht zu geben. So. Kinners, Luigi's Mansion ist beim... Ja, Bogen! Wie cool! Okay, Kinders, wir sind mega gut bewaffnet für Luigi's Mansion. Von daher gesehen, bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir in Luigi's Mansion rein. Kann man da reingehen? Sieht mir jetzt nicht so aus, aber wir gucken mal. Hey! Bye! Wir gucken mal, kann man da rein? Gibt es eine Tür? Es gibt keine Tür, oder gibt es eine Tür? Gibt es. Aber erst im nächsten Part, Kinders. Von daher gesehen, macht's gut. Haut rein. Ciao.